So, liebe Freunde, hallo, ich bin's mal wieder, der Patrice Buidi-Beder, das schreibt man so, wie man das spricht. Olli ist nicht da. Und Olli ist nicht da, Olli kommt noch rein, aber Flo ist mit von der Partie, Paul ist mit von der Partie und ihr seid mit von der Partie. Der Chat ist mit von der Partie und rein zufällig auch ich jetzt. Und deswegen habe ich hier ein paar Fragen vorbereitet, beziehungsweise ein paar Original-Film-Zitate. Also, seid ihr bereit? Yes! Team, Freigabe ist gegeben, Wasser steht, wunderbar, dann komme ich gleich mit dem anderen. Wer, also der Spitzname würde vollkommen reichen, sagte in welchem Film, ich habe eine Wassermelone getragen? Ah. Dirty Dancing. Olli? Ja. Ja, und? Aber der Spitzname. Achso, die Frage ist, wer? Ist die Honey? Nee, ne? Wie war die Spitzname? Fuck, ich hab Honey war, bevor's TikTok gab. Das war der andere, ne? Das war, Grease war das, ne? Oder? Nee, wie lange willst du denn jetzt noch diskutieren? Ja, ich weiß ihren Spitznamen nicht. Ja. Frage war ja nach dem Spitznamen, ja. Ne? Das ist leider falsch, okay. Dann, also leider falsch. Tut mir leid. Wer wüsste es? Ich. Ja, dann Buzzer. Was, Baby? Richtig, Baby, meine Damen und Herren! Kein Wunder, dass du keinen Star Trek magst. Ja. Ich musste diesen Film mit meiner Frau auch erst ungefähr 27 Mal sehen. Ich noch nie. What? Ich habe diesen Film noch nie gesehen. Wirklich? Wow, Ina ist der größte Fan, Alter. Ja, Nadine auch, aber. Ja, aber jetzt könnt ihr den auch schauen. Damals, als er im Kino war, also ich kenne das auch nur von der Freundin, nicht, dass ich ne, schon auf der Welt war. Ja. Guckt den Film, denn ihr guckt ihn nie wirklich bis zum Schluss. Ich sag euch ganz ehrlich, ich warte aufs Remake. Nein, es gibt tatsächlich auch einen zweiten Teil. Glaube ich, ja. Das Remake mit Dwayne. Der war damals direkt auf VHS oder so. Ja. Ja. Dwayne The Rock Johnson als Baby. Direct to VHS Release, so, ne? Aber ich sehe jetzt gerade echt nur 27 Mal, Paul minus 10 Punkte. Okay. Okay, easy. Ja. Kein Problem. Kein Ach so, Problem. Weil ich den Film. Ja, okay. So, also kommen wir dann gleich mal zur nächsten Frage. Und zwar möchten wir wissen, aus welchem Film stammt einer dieser Meinungsforscher, wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar. Fuck! Das ist Hannibal. Nee. Das Schweigen der Lämmer. Yeah. Richtig, Olli. Punkt geht an Olli. Das war eigentlich richtig falsch. Ab jetzt zählt die erste Antwort. Moment, ich habe gesagt, wer es gesagt hat und dann den Film. Ich finde, ich sollte eigentlich auch Das ist jetzt Auslegung. Das war Hannibal. Nein, nee. Also ich lasse es auf jeden Fall gelten. Wer es gesagt hat, musst du sagen, das war Dr. Hannibal Lecter, weil ansonsten sagst du erst eine falsche Serie. Okay. Ich mag euren Wettbewerbssinn hier an der Form, aber ich lasse diesen Punkt auf jeden Fall gelten. Ja, schnell auch. Genug auch hinterher. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mit ein paar Fava-Baron, die dazu einen ausgezeichneten Chianti. Ich glaube, ich sollte die auch wirklich mit einem Stimmverzerrer eigentlich auch vorlesen, so als Chimpbank. Das würde es ein bisschen einfacher machen. Stimmt. Kommen wir zur nächsten Frage. Zu welchem Film stammt Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft, ganz egal wie irre sie sind? Welcher von diesen? Aus welchem Film stammt Fuck. Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft, ganz egal wie irre sie sind? Welcher von den Filmen ist es? Ich trau mich nicht, aber ich hab eine Vermutung. Ich probier's einfach mal. Was, Blade? Würde tatsächlich insgesamt vielleicht passen, ist aber falsch. Ah, schade. Ich habe gedacht, das war ein Blade, weil sie gedacht haben, was ist mit denen. Nee, dann war es aber was ähnlich. Ah, nee, scheiße, jetzt weiß ich's. Olli. War es From Dusk Till Dawn? Das ist richtig. Da war er. Und das Geile ist, ich schwankte zwischen zwei. Ich hatte Vampire im Kopf. Ja. Nee, ich hatte nämlich die Idee, es ist entweder From Dusk Till Dawn oder Full Metal Jacket. Ah, aber ja, wer explodiert denn in Full Metal Jacket? Nee, das, aber irgendwie hatte ich dieses. Mehrere. Aber es hätte gepasst. Das Gefühl, dass das irgendwie in dem Film stattgefunden hat. Ja, richtig. Ihr seid bereit für die nächste Frage? Ja. Ich möchte von euch wissen, aus welchem Film stammt Niemand verarscht Jesus? Oder im Original Nobody fucks with the Jesus? Das ist The Big Lebowski. Das ist richtig! Stimmt. Habe ich zu selten gesehen, leider. Jesus ist auch dargestellt von John Turturro, den ich halt sehr schätze, auch gerade aktuell zu sehen bei The Severance, exklusiv auf Apple TV Plus. Wer sagte, ich vergesse oft, dass andere Menschen ihre Grenzen haben? Das ist zu traurig. Ja, da klingelt gar nichts bei mir. Gilbert fucking Grape, Alter. Da klingelt gar nichts. Ich vergesse oft, dass andere Menschen ihre Grenzen haben? Knacht mir gar nichts. Ich vergesse oft, dass andere Menschen ihre Grenzen haben. Das ist zu traurig. Das klang wie eine, wo ich auf jeden Fall sagen würde, ja, ist die. Oh, das klingt, ich mache aber auch nur, ich will nicht beantworten, nur Educated Guess. Wollen wir alle raus? Wir sind raus. Wir sind alle raus. Wollen wir auf drei sagen, was wir denken? Ich muss ganz kurz den Filmtitel. Nee, ging nur um wen, wer es sagt. Wer es sagt. Ach so, wer es sagt. Ich sage mal so, um einen kleinen Tipp zu geben, weil ich das gerade voll lustig finde. Darf ich sagen, wer ich denke? So wie du es betont hast, war es Hermine Granger.
Ach so. Danke, nein. War es Conan der Rächer? Nein. Es war auf jeden Fall. Warte, ich gebe vielleicht einen Tipp, vielleicht kommt ihr denn drauf. Und ich sag mal so, spätestens jetzt wissen wir, Johnny Depp müsste die Antwort wissen. Oh, Aquaman dann, oder was? Amber Heard? Also was, ihr müsst doch mal irgendwie drücken, dann seht ihr auch Minus. Nein, ihr seid komplett raus. Wir haben gesagt, wir machen nur Educated Guess. Ja. Wir haben rausgesagt. Okay. Hit das. Da wir jetzt ja gerade dank Social Media erfahren durften, dass jemand wie Johnny Depp natürlich hart gezwungen wurde, sich The Big Bang Theory anzuschauen, weiß er natürlich auch, wer ein Sheldon Lee Cooper ist. Ah ja, das passt. Klar. In der Form. Deswegen habe ich versucht, das ein bisschen so affektiert darzubieten. Ach so, aber ich hatte, für mich klangst du nach irgendwas wie aus Cruel Intention. Wie hieß das? Eiskalter Engel. Für mich klang das 1:1 wie Hermine Granger. Okay. Da werde ich jetzt auch mal über mein eigenes Das war der falsche Harry Potter, den du da gesehen hast. So, der nächste Kult. Also da möchte Harry ich auf jeden Fall Potter. Sofort hat irgendwie Buzzertöne hören, weil ich möchte wissen, aus welchem stammt Oh, Captain, my Captain! Ah, wie heißt der Film? Flo. Das ist der Club der Toten Dichter. Ja, das ist richtig! Ich wusste nicht mehr, wie der Film heißt. Ich habe alle Szenen im Kopf, aber ich finde den Namen richtig vergessen. Guter Film. Ja, wirklich fantastisch. Bis heute immer noch. Ja, absolut. Man wobei, ich glaube, wir sind jetzt in einer Generation, wo die Leute sich ja nichts mehr sagen lassen. Jetzt ist alles geordnet. Society. Star Trek, der Weltfrieden. Ich warte die ganze Zeit auf das Zitat sumerisch, nicht babylonisch. Großer Unterschied. Ich warte die ganze Zeit auf ich weiß. Oh, ja, auch gut, auch gut. Ich stelle mich auch gleich hier auf den Tisch. So, aus welchem Film stammt der? Aus welchem Film stammt, oh Mann, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. Pulp Fiction. Wow, mein Gott, bei Romantic das Comedy ist Olli ganz weit vorne. Das ist richtig. Scheiße war das. Bester Moment. Scheiße. Oh mein Gott, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. Ich liebe den Moment. Im Auto, Alter. Ja, wirklich. So, bei dem nächsten, auch da möchte ich sofort Buzzertöne hören. Aus welchem Film stammt YPKA, Schweinebacke? Die Hard. Das ist fast richtig. Nein. Aber hier steht. Stopp langsam. Danke, Olli. Das ist richtig. Nein, natürlich, der Punkt gilt. Die Hard, Stopp langsam. Da hatte ich aber kurz Angst um den Buzzer, Alter. Ja. Aber es ist auch wieder so geil, das ist wieder so ein Quiz, wo ich mir denke, so, nice, kommen wir tatsächlich auch mal über die 80er, 90er hinaus? Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber gerade die Die Hard-Serie, die ging ja auch über Jahrzehnte, also ja, generationsübergreifend. Deswegen reden wir gerade auch eindeutig über den ersten Teil. Ja, und Die Hard für mich auch wirklich eine Romantic Comedy, da ging es um Liebe. Der Weihnachtsfilm schlechthin. Ja, ja. Ja, sowieso. Ja. Ist wirklich so. Und auch nicht zu vergessen, der zweite Teil, diese hardcore-brutale Szene, wo John McClane einfach mal mit einer brennenden Kippe ins Flughafenterminal unterwegs ist und nicht gestoppt wird. Das waren noch Zeiten. Das waren heutzutage Zeiten. Oh mein Gott. Aus welchem Film stammt, ein Anwalt kann mit seinem Aktenkoffer mehr stehlen als 100 Männer mit Kanonen? Oh Mann, ey. Oh, der Ton gefällt mir schon, Olli. Beginnt der Name dessen, der es gesagt hat, mit G? Nee, das ist jetzt nicht. Beginnt der Name dessen Menschen, der es gesagt hat, mit G? Wenn nicht, bin ich raus. Ansonsten wüsste ich's. Ich weiß nicht, dann bin ich raus. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich hab eine Ahnung, jetzt, aber ich. Du bist viel zu. Ich bin auch. Ich will's auch nicht riskieren. Aber Anwalt kann mit seinem Aktenkoffer mehr stehlen als 100 Männer mit Kanonen. Ja klar, vor allem wenn er es so betont. Aber das ist schon der Part. Ja, ist auch nicht mal die richtige Art und Weise, es zu betonen, aber der Hinweis auf den Film ist damit halt gegeben. Ja, aber wir waren raus. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Ja. Ihr habt euch dagegen entschieden? Ja. Okay, na, ich dachte halt, diese Generation würde den Paten kennen. Das kennen wir ja auch. Wir haben es ja sogar gesagt, aber wir haben uns dagegen entschieden. Aber ich war tatsächlich der Meinung, das ist so ein, also für mich war das im ersten Moment so etwas, was Gordon Gekko sagt. Ja, hätte gepasst. Greed is good. Ja. Ich habe auch tatsächlich erst daran gedacht, ne? Wirklich, an... Ich drehe mich einmal um, sehe einfach nur, der Pate war auch mega kacke und... Was? Nancy! Ihr habt gesagt, der Chat hat immer recht. Wie kann der Chat behaupten, der Pate war auch mega kacke? Keine Ahnung. Aus welchem Film stammt, sie werden ein größeres Boot brauchen? Oh, kacke, oh Gott. Das weiß ich. Hm. Ah, oh Gott. Shit. Oh, da klingelt was. Denkt echt jetzt gerade an Pornos, ne? Ich meine jetzt wirklich einen normalen Film. Ja. Ach so. Warte, da muss ich neu denken. Sie werden ein größeres Boot brauchen. Ich habe zwei Filme im Kopf. Ich glaube, ich habe sogar die Szene. A Love Boat. Doch. Love Boat könnte sein. Ich habe die Szene gerade vor meinem geistigen Auge. Er sagt irgendwas und dann sehen sie, dass viel mehr Leute kommen als irgendwie geplant oder irgendwie so. Und er sagt, sie werden ein größeres Boot brauchen. I'm on a boat. Was war das denn? Ich weiß es nicht, aber. Ich komme nicht drauf, also ich muss passen. Ja, passe. Echt? Hatte! Ja.
Flo, du als das wird mir gleich Hobbyangler. Alter, das ist doch auch wieder aus so einer Zeit gefallen. Es ist auch wieder ein ewig scheiß alter Film. Alt ist relativ. Ich probier's jetzt einfach mal. Ja, toll. Ist es der weiße Hai? Ja, das ist Alter. Richtig! Ja, hätte ich mal gesagt. War es der Profi-Angler? Hat er sich umgedreht? Nee. Ich hab mich nicht umgedreht, nee, wirklich nicht. Ich schwör dir auf mein Leben. auf mein Leben. Ich war die ganze Zeit. Das ist nichts wert. Ich schwör dir auf den Koran. So. Erst in Weißer Hai und dann im Neck wird die auch noch irgendwie. Ich war die ganze Zeit zwischen Waterworld und der Weiße Hai. Ja. War so, welcher wird's gewesen sein? Bei Waterworld gab's Dialoge. Ja. Also übrigens einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das glauben die meisten. Wirklich? Okay. Waterworld ist großartig. Das ist ein Anime-Film, einfach mal so in Real. Ich hab mich damals vor Kevin Costners Kiemen so geekelt. Also ich hab's jetzt nicht als erotischen Film wahrgenommen, nee, aber dieses Wort. Ja, das war eklig. Ja, das war aber mega Film, dachte ich noch, wo man für schlappe 170 Millionen produzieren konnte. Der war wirklich geil. Kommen wir also zum nächsten Film. Aus welchem Film stammt? Warte doch mal. Ich wollte einfach nur singen. Ja. Aus welchem Film stammt? Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben. Eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben! Ich hab direkt einen Film im Kopf, aber ich trau mich nicht. Sag mal. Ja. Ich hab direkt einen Film im Kopf, aber ich... Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben. Eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben. Immer diese politischen Filme. Ja, Asterix und Obelix bei den Ägyptern. Das stimmt. Ja, ist richtig. Natürlich. Was die wenigsten wissen, eigentlich auch tatsächlich... Darf ich hier kleine Tipps geben? Ja. Okay. Tatsächlich auch eine Comic-Verfilmung. Witzig. Gang und gäbe heutzutage. Oh lol, Alter. Oh. Ist es V wie Vendetta? Oh mein Gott! Bro! Wow. Geht an dich. Sehr gut. Wow. Ja, Comic-Verfilmung und Maske war's. Trägt ja keine andere eine Maske in einem Comic. Ja, nee. Ja. Sehr gut. Aber mit der, ja, gut. Remember, aber immerhin. Remember. War es der fünfte? The 1st of November? Nee, nein. The first of November. Oh, jetzt. Der erste Tipp ist schon mal auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und gerade in Kriegszeiten, glaube ich auch, das macht es wieder ein bisschen, wenn man es sagen darf. James Ryan. Aus welchem Film stammt Durchkämmt die Wüste? Oh nein! Du warst schneller. Ja, aber mein Problem ist, dass ich jetzt voll auf dem Schlauch stehe. Echt? Warte. Es ist, oh Gott, es ist nicht Sinnlos im Weltall. Nein. Es ist... Oh Gott, der Möter. Hilf mir. Nee, ich verkacke das schon vorbei. Warte mal, Entschuldigung. Ist schon gerade. Ja, nee, ist vorbei. Oh, sad. Ja, richtig! Vor allem, ich stehe neben dir. Ja, Spaceballs, aber ich kam wirklich nicht drauf. Weil mein Problem ist, und jetzt mal ohne Scheiß, ich bin so geframed worden durch den ganzen Star Trek-Kacke, dass ich gerade nonstop war so bei Star Trek Sinnlos im Weltall. Ja, ja. Es war sofort Star Trek Sinnlos im Weltall. Und als ich gedrückt habe und Star Trek Sinnlos im Weltall im Kopf hatte, wusste ich, oh kalter Gott, Kaffee, war ein Junge. Fehler. Heißer, ja, aber, heißer schöner, Kaffee. Heißer, aber wie ich ja schon mal Kaffee, gesagt Junge. Habe, es ist halt tatsächlich halt deswegen auch passend zur heutigen Zeit, weil du auch wirklich mal siehst, wie dumm auch wirklich einfach jegliche Form von Krieg sein kann. Übrigens ein Film, der schön. Dank seiner Übersetzung noch lustiger wird. Im Original, They Jammed Our Radar. Und ach so, stimmt, mit der Marmelade. Und im Deutschen, da gibt es überhaupt keinen Sinn, aber es hat es nur lustiger gemacht. Oh Mann. Aus welchem Film stammt? Ein alter Mann stirbt. Ein junges Mädchen überlebt. Oh no. Das ist Wolverine. Ja. Ich kann das nicht zählt so nicht, weil er heißt The Last Warrior? Ich darf nochmal freigeben. Ja. Ein Minuspunkt auf jeden Fall. Falsch. Es ist gar nicht Wolverine, ne? Warte kurz. Kannst du das Zitat nochmal lesen? Ein alter Mann stirbt. Ein junges Mädchen überlebt. Fairer Tausch. Ist das Leon der Profi? Habe ich jetzt kurz auch überlegt, aber ist es nicht, glaube ich, oder? Auch nicht? Nee, ich glaube nicht. Auch nicht, Minuspunkt geflogen. Ah, es liegt mir auf der Zunge, aber es kommt noch nicht raus. Kannst du es nochmal sagen? Ein alter Mann stirbt. Ein junges Mädchen überlebt. Fehlertausch. Ich hab das im Kopf, aber ich komme nicht drauf, welcher Film. Ich versuche es schon in so einer Detective. Es war auch mega gut. Komm, ich nehme die. Sin City. Richtig, Olli! Zwei Punkte. Das ist auf den Docks, ne? Wo er. Ja. Das ist auch die Off-Stimme. Ja. Das ist es. Ja. Oh, okay, jetzt versuche ich jetzt wirklich ein bisschen Schauspiel zu machen. Das kann ich wirklich einfach nachmachen, weil ich denke, dafür kriege ich jetzt gleich einen Oscar. Ich mache wieder eine Freigabe.
Welcher Schauspieler, nicht seinen Rollennamen, sondern welcher Schauspieler schreit: Was ist in dem Paket? Nein! Come on. Nein! Hey, aber ganz ehrlich, Alter, das vor ist mir. Doch rigged, du warst, Alter. Ich hab das Gefühl gehabt, du warst vor mir. Ja, ich auch, aber es leuchtet halt bei dir. Ey, dann nee, sag mal aus. Nein, es leuchtet bei dir, sag's. Das war Brad Pitt. Das ist richtig. What's in the box? So geil gewesen, wenn jetzt irgendwas an dem What's in the box? Ja. Damals eine wirklich sehr eklige Szene und dann kam der Skandal mit Kevin Spacey. Seven. Brad Pitt. Wir sind Brad Pitt Synchronsprecher. Ja. Auch sehr gut. Vor allem als auch ein Kaffee-Experte geworden. Brad Pitt. Brad Pitt ist auch bei Copy and Taste mit seinen besten Kaffee-Rezepten. Brad Pitt. Wir üben noch. Das ist schon nah an Matt Damon hier gerade. Ja. Matt Damon. Aus welchem Film stammt Nicht denken, Wissen? Matrix. Ah. Der war aber sehr resolut. Wow. Paul, das ist richtig. Punkt geht an dich. Stark, hätte ich nicht so schnell gewusst. Nee. Gleich das nächste Zitat. Aus welchem Film stammt Helden werden nicht geboren, sie werden gemacht. Ah, nein, welcher Film ist denn das? Ach, Kacke. Oh, doch, das weiß man. Keine Ahnung. Ich habe zwei Filme im Kopf. Mach doch mal Filme von nach 2000. Dabei gibt's noch drei. Egal. Ich bin eine raus. Eine sehr unerfolgreiche Filmreihe. Wenn du noch Tipps gibst. Aber ein spezieller Film. Wahrscheinlich in dieser Filmreihe einer der coolsten Motherfuckers, der da drin vorkommt. Ich muss passen, ich komme nicht drauf. Eine unerfolgreiche Filmreihe. Das war ironisch. Eine sehr erfolgreiche Filmreihe. Eine sehr erfolgreiche Filmreihe, die der ein oder andere vielleicht auch schon mal das ein oder andere von mitbekommen hat. Ja, Who knows? Ja, es ist irgendwas von Marvel. Ist okay. Aber welcher von diesen Filmen ist es? Ist es. Oh, komm. Hier, Captain America. Selbstverständlich nicht. Es wäre tatsächlich Iron Man gewesen. Iron Man, okay, alles klar. Nee, Captain America wäre I can do this all day. Ja, aber das wäre. Ja, okay. So, ich kann das den nächste. Tag machen. Ja, aus stimmt. Welcher der Filmreihe stammt Archäologie ist nicht das, was sie glauben. Noch nie hat ein X irgendwo irgendwann eine bedeutende Punkt markiert. Ja. Weißt du auch welcher Teil? Der zweite. Nein, es wäre der dritte gewesen. Der dritte? Und der letzte stimmt, der zweite ist Tempel des Todes, gelten. Der dritte ist, ja, aber richtig. Lass ich gelten. Mit den Kreuzrittern. Ja. Aber Archäologie, das hätte ja höchstens noch hier National Treasure sein können. Ansonsten gibt es kaum noch was mit. Nee, ich weiß hier Quartermain? Ja, doch, das hätte aber es hätte auch. Aber Indiana Jones ist der größte. Ja. Ich hätte das Zitat zu Ende sprechen können, in dem Moment, wo du angefangen hast, war sofort, das X markiert die Stelle in meinem Kopf. Ja. Noch nie hat ein X. Ich hätte tatsächlich mehr gerechnet mit, das Venedig. Nein. Aber gut. So, aus welchem Film stammt Ich bin Groot? Guardians of the Galaxy. Oh, warte, lass mich mal überprüfen. In der Tat, es ist gerade so der Galaxy! Guck mal, das waren 2000er. Stark. Und schon konnte Holly nicht. Wusste ich auch. Schon konnte er nicht mehr mitmachen. Du warst einfach nur zu schnell. Aber muss ich sagen, gegen deine jugendlichen Reflexe, Alter? No way. Okay, das ist jetzt auch wieder kein 2000er-Film, dann gehen wir schon wieder so ein bisschen so zurück. Und zwar, aus welchem Film stammt Badaboom? Mächtiger Badaboom. Ah. Das fünfte Element. Das ist richtig, Olli. Zwei Punkte gehen da nicht. Das ist die Vorform von Riesenfeuerball, Junge. Multipass, Lilo, Multipass. Das weiß ich nur, weil Mila Jovovich nackt ist in dem Film. Im Übrigen aber glaube ich, es wird und aber auch schwieriger. Bei Flo auch mächtig, ja. Badaboom, was? Aber ich glaube, alles so ab 2010 wird aber zukünftig immer schwieriger werden, weiß weil am Ende des Tages ist, jeder so in seiner Bubble-Haltung vorlebt. So, bitte, habe ich noch nicht gesehen, ich bin doch gerade bei Staffel 2 oder so. Das stimmt. Das wird schwierig. Ja, aber Filme aus den 80ern sind ja eine Bubble für sich. Nee, aber die meisten hast du aber trotzdem irgendwo schon mal gesehen oder sie wurden nochmal wieder rezitiert. Also von daher, glaube ich, ist es schon einfacher. Filme aus den 40ern wird schwieriger. Stimmt. Da wäre ich raus. Ja. da wäre ich raus. Bei der nächsten Frage hoffe ich natürlich auch auf schnelle und rasche Antworten. Und zwar aus welchem Film, also ohne Scheiß, das muss jetzt schnell gehen. Aus welchem Film stammt Sie sind ohne Zweifel der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Flo? Nee, Olli. Achso, sorry, ich habe jetzt nur das Grün hier übergesehen. Das ist Piraten der Karibik. Ja. Piraten der Karibik.
Nein! Pirates of the Caribbean ist es doch, oder? Ja, aber du hast ein bisschen so Mix. Fluch der Karibik, ja. Das ist dann schon relevant. Ja, so. Piraten der Karibik, stimmt. Es gibt lustigerweise einen Film, der Piraten der Karibik heißt. Ja, und das ist echt? Lustigerweise ganz ist das auch ein Porno. Ja, aber da habe ich den gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, die längste Frage, die ich je gesehen habe. Also bestellt euch schon mal eine Pizza, wenn die denn irgendwie denn, geliefert ist, bin ich auch durch. Okay. Aus welchem Film stammt, wir hatten 2 Beutel Gras, 75 Kügelchen Mescalin, 5 Löschblättbögen, extra starkes Essen. Flo möchte löschen. Ich möchte übrigens so sagen, er hat geleuchtet, bevor es hier grün war, da drüben schon. Fear and Loathing in Las Vegas. Das ist richtig. Ja. Das Essen was, ne? Essen was. Aber warum ist das Zitat nicht, das ist Fledermausland? Ja, das ist so einfach wäre. Ja, das stimmt. Aber das ist die Off-Stimme, wo Johnny Depp am Anfang aufzählt, was sie dabei haben. Ja. Darf ich auch mal so die Redaktion fragen? Also, das ist alles schon sehr Johnny Depp-lastig in letzter Zeit. Man hat das Gefühl, das Internet würde da ein bisschen so mit... Das hat nichts mit dem Internet zu tun, Nadine steht auf Johnny Depp. Ah, okay, gut. Immer noch? Ja. Also den würde ich auch aufs Bett scheißen. Okay, ich Patrice, auch. Okay. Also da bin ich dabei. So, alles falsch damit. So, aus welchem Film stammt? Es gibt nur eine Regel im Dschungel. Wenn der Löwe hungrig ist, frisst er! Das ist Gentleman. Das ist richtig. Großartiger Guy Ritchie-Film. Ja. 2 Punkte gehen an dich. Eats! Das ist Gentleman. Geile Grasfilm neue Guy Ritchie-Film einfach. Ja, der ist mega geil, stimmt. Der Nein, nicht der neueste, da kam noch Aladdin danach. Nee. Aladdin kam nach Gentleman. Stimmt. Echt? Ja. Oh mein Gott, Gentleman, der ist wieder zurück. Dann kam Aladdin, oh mein Gott. Mit den unterirdischen Grasplantagen. Genau. So. Wer ist denn da die scheiß Hauptrolle? Ja. Matthew McConaughey. Genau. Danke. Der ich hab den nicht. Der ist mega geil. Ich muss der den ist sehen. Richtig der geil. Das auch übrigens der gesagt hat. Das ist der Der also geht komplett an mir vorbei. Der ist richtig geil. Wirklich, das Problem war, ich glaube, der ist auch tatsächlich so am Anfang von Corona auch gleich so reingeglitten. Ja. Endlich auch mal wieder so jemand wie Charlie Hunnam. Ja. In einer geilen Rolle. Und mega. Hä? Colin Farrell ist auch mega gut. Colin Farrells Rolle. Allein mit deinen Jungs in diesem Burgerladen ist es so, okay, ey, was ist das? Mega geil. Ja, Mann. Das ist durch den Film. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihr mich einfach trollt, einfach immer mehr Namen reinwerft. Der Gary Oldman auch richtig gut in seiner Rolle. Gary Oldman ist nicht dabei. Schade. Der ist richtig, richtig gut, der Film. Aus welchem Film stammt. Weißt du, was du machen musst, wenn du frustriert bist? Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Findet Nemo. Scheiße. 2 Punkte für Olli. Ey, wie ich Wie sieht's mit der Zeit aus? Wir sind schon ein bisschen drüber. Alles gut, oder? Ist ja, wir haben Zeit. Oi. Okay, gut. Wir haben Zeit. Ich glaube, ich komme jetzt auch, ich komme jetzt auch schon zu den... Ich glaube, das war auch die letzte Frage, im Übrigen. Wo ich jetzt gerade von der Zeit spreche. Abmoderation des Todes. So, meine Damen und Herren, wir haben einen Gesamtpunktestand von 6, 18, 7, 8, 20, hä? Also Olli hat dann irgendwie den gerissen. Olli hat gewonnen. Olli hat gewonnen. Olli hat gewonnen. Hey, ich freue mich auch mal gewinnen zu dürfen. Stark. Also, schaltet gerne das nächste Mal auch wieder ein oder lasst den Rechner einfach laufen, so oder so. Habt ihr wahrscheinlich irgendwelche illegalen Downloads irgendwie im Hintergrund. Alles perfekt. Mein Name ist Patrice Buidi-Bela und ich möchte mich bedanken bei unseren heutigen Kandidaten, bei Flo, bei Olli und bei Paul. Tausend Küsse. Bleibt gesund. Ich grüße meine Mama. Hallo. Hallo. Tschüss. Hey. Schaltet ein, abonniert und so. Tschüss. Tschüss.